Liebe Zuschauer, wir dürfen euch heute den Bentley Berlin Edition Bentayga Hybrid 1/6 vorstellen. Hierbei handelt es sich um eine Sonderedition, die durch Mulliner-Konfiguration unterzeichnet wird. Die Außenfarbe des Fahrzeugs ist das klassische Bentley Viridian Green, das nicht nur auf der Außenfarbe, sondern auch auf den Felgen sehr gut erkennbar ist. Was sich bei dem Fahrzeug noch unterzeichnet, ist, dass es eben der Vorgänger ist, beziehungsweise noch nicht das faceliftete Modell. Genauso können Sie hinten bei den Heckscheinwerfern noch das klassische B sehen, wie es bei Bentley bekannt wurde. Das Brandenburger Tor ist ebenfalls auf dem Heck sehr gut verziert worden, in einem leicht göldlichen Ton, was auch mit den Kontrastnähten im Innenraum abgestimmt wurde. Wenn wir uns den Schriftzug ansehen in den LED-Scheinwerfern, wird nochmal ganz, ganz klar, dass bei Bentley sehr viel Liebe ins Detail geht. Bei dem Bentley Bentayga Hybrid haben wir im Innenraum eine Dekoreinlage, die ebenfalls in der Wagenfarbe von Viridian Green ist. Genauso auch eine Lederbezug in der Farbe Beluga mit Kontrastnähten von New Market Tan. Bei der rechten Seite von der Dekoranlage ist nochmal das Brandenburger Tor verarbeitet und bietet Ihnen als Kunden auch die Möglichkeit zu sagen, wenn Sie gewisse Initialen verewigen wollen in diesen Fahrzeugen, ist das dementsprechend auch möglich. Das Lenkrad ist mit Alcantara geprägt, genauso auch wie der Schalthebel. Bei der Einstiegsleiste von dem Fahrzeug sieht man auch nochmal ganz, ganz gut, dass dieses Fahrzeug eine Sonderedition ist von Mulliner 1/6. Wenn Sie Interesse an dem Fahrzeug haben, können Sie sich jederzeit bei dem Bentley Berlin Team melden. Genauso auch, wenn Sie davon überzeugt sind, sich ein eigenes Fahrzeug zu konfigurieren, das dem Mulliner entsprechen sollte, sind wir auch definitiv jederzeit für Sie verfügbar. Sie erreichen uns unter den Social Media Kanälen auf unsere Adressen. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Liebe und weiterhin viel Gesundheit. Ihr Bentley Berlin Team.